Meinst du? Jetzt ist er am Grund. Jetzt geht er wieder ab. Mach Knarre an. Knarre an. Nee, ich hab. Bremse im Daumen, Thomas. Soll ich dir die Knarre anmachen? Lass ihn gehen. Ich meine nur die Knarre anmachen. Oh. Nicht rumfummeln. Mehr wollte ich gar nicht. Soll ich anhauen? Was ist die Ruhe jetzt einfach? Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht sagen. Das ist klar, das ist so. Stopp ihn mal auf jetzt hier. Pass auf. Steht. Er frisst ihn. Gib Schnur. Wieder lockerer? Er frisst ihn. Jetzt frisst er ihn auf. Er frisst ihn auf. Oh, Dicker, Dicker, hast du ihn gesehen? Gegen der Haken vorne vom Bus? Nee, hab ich nicht. Kilo, aber. Na groß. Wie groß war denn der Dorsch? Der Dorsch war 5 Pfund. Echt? Ja. Jetzt geht er auch nicht mehr. Alter, das war ja ein Schauspiel. Ich hab das gesehen. Der war bestimmt. Also, oh. Also, Alter. Jetzt sind dann die Knie, du. Oh, mein Knie. Oh, ich hätte nur vorne irgendwie der Haken. Was ist noch da, du? Nur war hier noch nicht runter von der Rolle. Boah, die da jetzt nicht mal. Gleich krieg ich ihn erst. Wie geil, Alter. Lass ihn fressen. Ich glaube, das ist noch der Heil und nicht der Dorsch. Nee, der ist der Dorsch. Jawohl, der hat ihn geschafft, der lässt ihn nicht wieder los. Der ist gerade vorne gegangen. Hoffentlich sitzt der Haken vorne. Dorsch. Hoffentlich sitzt der vorne in der Lippe oder was. Konntest du das sehen? Fliegt der Rockenfuß raus? Nee, habe ich nicht gesehen. Ich denke mal, der hat ihn aufgefressen. Tschüss. Vielleicht hat er sich auch den zweiten Oktopus geschnappt. Abwarten. Was soll ich machen? Wenn er im Magen ist, eben. Meinst du, er stellt sich den quer oder was? Dann kriegst du ihn. Vielleicht hakt er auch mit dem zweiten Haken außen. Wieso, wenn er den erstmal, wenn er den erstmal frisst, dann brauchst du keinen Haken mehr. Kann ich auch wieder ausspucken. Ich hau jetzt mal an. Du musst das entscheiden. Viel Glück, Robert. Viel Glück. Vielleicht hast du Glück und kriegst ihn. War ein dickes Ding. Vielleicht hat er auch den zweiten Haken geschnappt. Aber es ist geruckelt und gezuckelt da unten noch. Ja. Ne? Da kannst du mal sehen, die haben absolut keine Scheu vorm Boot. Der sprang hier ums Boot rum, der hat mich nass gespritzt. Ja. Die Finne habe ich noch gesehen. Der hat ganz nass gespritzt. Alter, der war richtig gallig da hinterher. Ich zieh jetzt mal an. Ich denke mal nicht, dass ich ihn kriege, aber... Das wird. Richtig. Auch mit der Bremse. Na, hast du ihn doch. Hab ich. Ja, so ist geil. Hier ist ja nicht. Das ist ein fettes Ding. Ja. Ich hab den gesehen. Alter, Alter, Alter. Was sagst du? 40, 50? Oh, das war ein Riesending. Der kam da hinterher geschossen. Ey, der hat mich nass gespritzt. Björn Dag bricht tot zusammen. Noch haben wir ihn nicht. Robert, wie viel Schnur ist noch draußen ungefähr? Das ist noch ein bisschen. Der ist noch unten durch, hat er sich geholt. Der kommt. Wo ist der zweite große Haken? Ach, da habe ich ihn. Alles hier ist da. Eine Schnur dran. Den wärmen Sie hier erstmal rein und dann halte ich ihn fest. Das Unterkiefer war schön schabiert. Könnte gleich zu sehen sein. Auf der Ruhe. Da kommt er. Da kommt er. Hast du die Harpune auch klar? Ja. Falls er so vertüdelt ist, wie ich denke. Ui. Ruhig. Ganz ruhig. Schwanz.
zuerst. Ay, caramba. Harpune. Schnell. Oh, das, ich krieg den sonst. Die Spitze ist ein Scheiß, oder? Jens, mach das. Die Spitze ist ein Scheiß. Langsam. Sauber. Maul. Hast ihn? Ich helfe dir mit. Alter Schwede. Im Schwanz gehakt. Oh, ich glaube es nicht. Im Schwanz gehakt. Haben wir dich. Oh. Sauberer Harpunenstoß, Jens. Du wärst nicht mehr weggekommen. Alter. Guck mal hier. Robert, erzähl mal, was war denn passiert? Erzähl mal. Jens, komm mal ein bisschen näher. Ich habe leider keinen Weitwinkel drauf. Ich hatte einen Biss auf dem Naturköder, auf unser Gonorge-Vorfach, auf Steinbeißer, habe ich gedacht. Und dann kommt da so ein 5 Pfund Dorsch zum Vorschein. Und dann kommt der Heidelbutt hinterher und am Außenborder durch, aus dem Wasser halbwegs raus, spritzt Jens noch nass mit der Heckfluke, schnappt sich den Dorsch und haut ab. Und dann habe ich erstmal so 150 Meter Schnur gegeben und dachte, er frisst den Dorsch vielleicht auf. Und dann scheint er sich beim Abtauchen dann am zweiten Haken. Den scheint er sich in die Schwanzflosse gepiekst zu haben. Und das ist wohl so stabil, das Ding, dass das da immer noch gut steckt. Und scharf vor allen Dingen auch. Denk mal, den lassen wir doch noch mal stecken. Oh, geil, also. Ich bin begeistert. Geil, Robert. Geil. Super, Alter. Konkrete Sache. Mann, bin ich nervös. Ich hab das gemerkt, dass er so schwer ist. Dachte ich schon, den hast du bestimmt außen gehackt oder vertüdelt oder so. Guck dir rein. Was für eine Show. Nicht zu fassen. Mein Gott. Das ist crazy. Ja, das ist ein dickes Ding. Boah, das. Ja, noch macht er ein bisschen mehr. Ein Tick noch. Dann kannst du ihn, ja, reicht. Und dann kannst du ihn belegen da vorne auf dem Holz. Wenn ich da ablese. 56 und ein Keks. 56 Kilo. Jens, geh mal ein Stück zur Seite. Ja, 56,5 genau. Ja, geil. Gut. Würde ich sagen, ein bisschen überhaupt davon. Geil. Nicht schlecht. Mein erster Fisch über 100 Pfund. Und ja. Das ist der Haken. Glück muss man auch mal haben. Warte mal. Nur ein bisschen. Warte mal. Alles klar. Das Gonorge Vorfach hat sich hier im Herdetest bewiesen hier. Also, das funktioniert. Sehr geil. Ich freue mich. Ich freue mich dermaßen. Das ist echt geil. 56,5. Wie viel Pfund sind denn das? 112, 113. 113 Pfund. Tampen abziehen. Tampen ist das Blut. Okay. Sagen wir 112. 113 bringt bestimmt kein Glück. 112, 40 Kilo. 56 Kilo. Ass rein.
Nicht schlecht. Geil.